Pferd, aber muss es denn im alpinen Skisport sein? Ist unglaublich. Kitzbühel ist immer etwas Besonderes. Das wussten wir alle, als wir hier angereist sind Anfang der Woche. Aber dass es so außergewöhnlich wird wie heute, hätten die wenigsten sicherlich gedacht. Und jetzt kommt Marco Büchel. Oben im Bereich von Bodie Miller. Kitzbühel, er hat schon mal verlängert, vorsorglich, bis Dienstag seinen Aufenthalt hier. Zwei Meter weiter innen als Miller, deshalb auch schneller. Marco Büchel, der älteste Weltcupsieger aller Zeiten mit 36 Jahren und 75 Tagen seit gestern. Die Fürstenfamilie hat ihm sogar eine E-Mail geschickt. Aus Liechtenstein kommt heute ein ganzes Paket da hinzu. Er hat einen relativ geringen Speed in diesem Teilabschnitt, Marco Büchel. Aber er hatte Vorsprung oben, als er da hingefahren ist. Wie viel Zeit hat er verloren? Ja, 13 Sekunden in etwa. Seine stärkste Passage, die er gestern gefahren hat, kommt jetzt die Traverse. Ein bisschen nebliger ist es geworden. Rauchbomben hier unten natürlich auch im Zielraum schon. Ihm fehlen 3 km/h bei der Beschleunigung unten im Vergleich zu Bodie Miller. Aber Büchel ist ein Kämpfer, ein Kraftpaket. Er schafft es dennoch nicht. Schade. Ja, das ist wirklich schade. Er hatte hier seinen Schnapper, seinen Fehler bei diesem Rechtsschwung, bei der Einfahrt in den Lerchenschuss. Eine Stelle, die wir zuvor live nicht gesehen hatten, meine Damen und Herren.